Es gibt immer mehr Verdachtsfälle. Das mag vielleicht auch ein bisschen der Unsicherheit der Menschen geschuldet sein. Aber ist es nicht einfach schlicht und ergreifend nur eine Frage der Zeit, bis dann auch tatsächlich die ersten bestätigten Fälle in Österreich auftauchen werden? Ganz bestimmt. Also früher oder später wird es einzelne Fälle geben, auch in Österreich. Bisher hat es nur Verdachtsfälle gegeben und es werden sicher noch sehr viel mehr Verdachtsfälle kommen. Ein Fall wird derzeit noch geprüft, jener aus Klagenfurt. Ist Ihnen da schon mittlerweile mehr bekannt? Nein, ich habe auch nicht mehr Informationen, ob da die Tests schon fertig sind. Die dauern bis zu 48 Stunden, stimmt das? Woran liegt das, dass manche schneller fertig sind und manche ein wenig länger dauern? Muss man da auf irgendwelche Reaktionen im Reagenzglas warten oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, der Test selbst dauert einige Stunden, aber am Wochenende ist es einfach schwieriger durch Personalengpässe, dass man den Test rasch durchführt. Und diese Tests werden, weil es aus der Berichterstattung herausgegangen ist, werden eingeschickt, werden die ausschließlich zentral in Wien durchgeführt, diese Tests? Die werden vor allem auf der Virologie hier in Wien durchgeführt, ja. Also von Ihnen auch? Nicht von mir. Ich bin klinischer Virologe am AKH. Das wird dann vom Department für Virologie durchgeführt. Jetzt gibt es ja immer widersprüchliche Informationen darüber, wie gefährlich das Coronavirus nun wirklich ist. Das interessiert mich jetzt besonders und ich glaube auch unsere Zuseher. Auf der einen Seite sagt man nicht schlimmer als eine richtige Grippe. Auf der anderen Seite heißt es, wie das kann sehr gefährlich werden, diese Viren für den menschlichen Organismus, für das Atemwegssystem. Was sagen Sie jetzt als Experte dazu, dass wir das endlich mal wissen? In Einzelfällen kann es natürlich eine tödliche Infektionserkrankung sein, wie wir sehen. Aber wenn man sich die Zahlen einmal vor Augen hält, allein im vorigen Jahr sind in Österreich rund 1000 Menschen an der Grippe verstorben. In China, wo rund 37 Millionen Menschen in dieser Region leben, sind bis jetzt etwa 100 Menschen verstorben an diesem Virus. So hat man besser eine Relation. Virologen arbeiten, soweit mir bekannt ist, ja auch mit mathematisch-statistischen Modellen zur Verbreitung. Was kann man diesbezüglich zu diesem neuartigen Coronavirus voraussagen? Wie wird sich dieses Virus denn jetzt weltweit noch weiter ausdehnen? Wann wird der Höhepunkt erreicht sein? Wann geht es wieder bergab? Ja, da gibt es sehr gute mathematische Modelle, die vor allem für die Situation in China angewandt wurden. Das Problem hier ist, dass wir noch sehr wenige Informationen über das Virus selbst haben. Und diese mathematischen Modelle stehen und fallen mit der Qualität der Daten, die man da einspeist. Apropos Daten, vertrauen Sie auf die Daten, die China liefert? Es gibt mittlerweile Experten aus Hongkong, die sagen, eigentlich müssten laut Berechnungsmodellen viel mehr Personen schon infiziert werden. Gleich noch drüber. Breaking News für Sie, ja, Entschuldigung, Felix. Ja, wir sind jetzt live in der Hofburg, denn Arnold Schwarzenegger ist hier eingetroffen bei Sebastian Kurz und wir schalten jetzt gleich hinüber. Zu empfangen und uns über Österreich, die USA, Kalifornien, den Klimawandel und viele andere Themen zu unterhalten. Du bist du darauf, wenn du empfangen. Danke für die vegane Essen. Danke. Danke, wiedersehen. Das war also der Handshake mit Arnold Schwarzenegger, natürlich nicht normal, sondern so richtig cool eingeschlagen mit Sebastian Kurz. Arnold Schwarzenegger ja bekanntlich immer um die Zeit, wo das Kitzbühelrennen ist in Österreich. Es ging wohl bei diesem Treffen auch um den Austrian World Summit, jener großen Klimaveranstaltung, die jetzt seit ein paar Jahren in Wien alljährlich ausgetragen wird und bei dem sich renommierte Experten und Entscheidungsträger aus aller Welt treffen, um für ein gesundes Klima und eine Klimaverbesserung weltweit sich einzusetzen, stark zu machen, aber auch zu beraten. Damit kommen wir noch einmal zurück zum Coronavirus, wechseln noch einmal radikal das Thema. Ich greife die Frage von vorhin noch mal auf, stelle sie noch mal. Wie sehr vertrauen Sie auf die Daten, die China liefert? Es gab vor kurzem auch die Meldung aus Hongkong, dass dortige Experten der Meinung sind, Ihren Berechnungsmodellen nach müssten nicht knapp 4.000 Menschen, sondern eher 100.000 schon infiziert sein. Da sieht man eher schwarz. Wo liegt jetzt da tatsächlich die Wahrheit?
Ja, zuerst muss man festhalten, dass ganz offensichtlich großartige Arbeit geleistet wird in China. Innerhalb kürzester Zeit hat man das Virus entdeckt, charakterisiert, hat sogar die wahrscheinliche Quelle identifiziert. Also da wird ganz tolle Arbeit geleistet. Mhm. Es ist sicher so, dass man bis jetzt nur die Spitze des Eisbergs sieht, weil alle Infektionen, die sehr mild verlaufen oder ohne Symptome verlaufen, da hat man gar nicht die Ressourcen, dass man da jeden einzelnen Fall nachgeht. Und da wird sicher noch zu einer Bereinigung nach oben kommen. Sie haben die Quelle angesprochen. Es heißt, es ist möglicherweise eine Fledermaus gewesen, die zunächst das Ganze auf eine Schlange übertragen hat und von dort weg kam es dann auf den Menschen. Muss man sich unter diesem Coronavirus nun eine klassische Zoonose vorstellen, also ein reines von Tier auf Mensch übertragenes Virus, oder geht das auch von Mensch zu Mensch mittlerweile? Mittlerweile geht es auch von Mensch zu Mensch. Den Ursprung hatte dieses Virus sicher in einem Tier, sehr wahrscheinlich einer Fledermaus, und eine Schlange war auch involviert. Und dann kam es eben zu diesem Sprung vom Tier zum Menschen. Was sich viele vielleicht fragen, ist, wie man angesichts von so vielen Millionen Menschen, die in dieser zunächst betroffenen Region rund um Wuhan leben und der Tatsache, wie viele Infizierte es mittlerweile gibt, wie kommt man denn tatsächlich bis zu dieser Schlange, die wiederum zur Fledermaus führt? Wie läuft da die Arbeit der Virologen, dass man das identifizieren kann als Ursprungsquelle? Findet man dann tatsächlich diesen Patient null? Ja, das ist das Ziel. Man hat ihn noch nicht gefunden, meines Wissens. Man muss auch sagen, bisher sind das indirekte Hinweise. Man hat noch nicht ganz im Detail das nachstellen können, wie diese Infektionskette abgelaufen ist. Man hat den genetischen Code des Virus und hat diesen genetischen Code verglichen mit Viren, die man aus der Fledermaus oder aus Schlangen kennt, und hat sie verglichen und hat da gesehen, dass dieses Virus völlig neu ist, aber verwandt ist mit Viren, die man schon in der Fledermaus kennt. Es soll das 7. Coronavirus sein, das für den Mensch jetzt gefährlich werden kann. Es soll eng verwandt sein mit SARS, das es Anfang der Nullerjahre weltweit gegeben hat. Muss man sich da schlicht und ergreifend darauf einstellen, dass da alle paar Jahre eine Mutation dieses Virenstammes auf die Menschheit zukommt? Das ist fast unser Alltag, dass es immer wieder zum Abtropfen von Virusinfektionen von Tieren zum Menschen kommt. Das ist kein besonders seltenes Ereignis und betrifft nicht nur Coronaviren.